Nischala Tattve. Nischala Tattve. Jivan Mukti means. Jivan Mukti bedeutet. For one who is. Für jemanden, der in seiner Absicht unerschütterlich ist, dem kann Befreiung nicht verwehrt werden. Der einzige Grund, warum ein Großteil der Menschheit durch ihr Leben stolpert und nicht weiß, welchen Weg sie einschlagen soll, ist, weil sie die Richtung ihres Lebens zu oft ändern. Sie ändern vielleicht nicht wirklich die Richtung ihres Lebens, aber in ihren Gedanken und Gefühlen verschiebt sie sich immer weiter und weiter. Die eigentliche Natur der Existenz ist derart. Heute ist es auch eine wissenschaftliche Tatsache, aber das ist die Erfahrung eines jeden Yogi, dass es in dieser Existenz Energie und Bewusstsein gibt. So etwas wie physische Materie gibt es nicht. Physische Materie, wie wir sie heute kennen, sind lediglich konzentrierte Muster von Energie. Heute ist das anerkannte Wissenschaft. Aber vor mehr als 40.000 Jahren, als Shiva sprach, sprach er es klar aus. Seine Involviertheit galt dem absoluten Bewusstsein oder der Energie. Niemals der physischen Materie, weil er sie nicht als real ansah. Und so sprach er sehr klar. Und ohne jede Zweideutigkeit darüber. Das sind also die einzigen zwei Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Oh, warum hast du uns das nicht gesagt? Wir hätten heute Morgen das Surya Namaskar nicht gemacht. Du machst Surya Namaskar nicht, um Muskeln aufzubauen. Wenn du die Energie kennen musst, dann ist sie jetzt in der Form dieses Körpers konzentriert. Nur wenn du sie auf eine bestimmte Art und Weise nutzt, knistert sie. Sonst bleibt sie liegen, wie ein Erdklumpen. Wenn das hier liegen und knistern soll, dann muss es in einer bestimmten Weise gehalten werden. Also was auch immer das körperliche Sadhana ist, das du machst, es ist nicht dazu da, Muskeln aufzubauen. Nicht um dass, wenn du nach Hause gehst, du die Leute zu Hause dominieren kannst. Ich sage es den Damen. Ihr könntet stärker sein als sie. 90 Tage Sadhana, ihr könntet tatsächlich gestärkt sein. Wenn deine Energien knistern können und dein Verstand fokussiert ist, dann wird es sich einfach in diese Richtung entwickeln. Weil der Verstand den Fokus ändert und ändert und ändert. Er weiß nicht, in welche Richtung er sich entwickeln soll. Das bloße Leben in dir ist verwirrt. Es weiß nicht, in welche Richtung es gehen soll. Ich würde sagen, mehr als 95, eigentlich glaube ich, sind es 99, aber damit ich mich nicht irre, mindestens 95% der menschlichen Energie wird verschwendet. Wird einfach verschwendet, weil die meisten Menschen nicht in der Lage sind, etwas für eine nennenswerte Zeitspanne in ihren Fokus zu halten.
Andernfalls würde jede von ihnen ein neues Fenster öffnen, eine neue Tür zu etwas anderem. 7 Milliarden Menschen, wenn sie alle ihren Verstand und ihr Bewusstsein fokussiert hätten, müsste sich alles, einfach alles eröffnen. Nichts wäre unerforscht. Unexplored. Just everything. Einfach alles. Wenn jemand seinen Verstand, seine Energien und sein Bewusstsein für eine gewisse Zeit in eine Richtung organisiert, erkennt er nicht nur die Natur dieses Lebens, sondern auch die vergangenen 84 Schöpfungen, die stattgefunden haben. Auch sie sind hier. Alles könnte vom menschlichen Bewusstsein erforscht werden.